In den Straßen der Stadt, an jeder Hauswand und in jeder Beuge türmte sich der Schnee. Verwehte zu mannshohen, schimmernden Gebirgen. Manchmal am Tage ließ das blasse, müde Sonnenlicht sie glitzern wie Kristalle, brach sich in eisigen Spitzen zu funkelnden Regenbögen. Am äußeren Ende des Marktplatzes, direkt an der Ecke, stand ein kleines, windschiefes Haus. Das Dach war löchrig und jede Nacht pfiff der Wind durch die Ritzen im Mauerwerk. Dennoch wohnte dort eine kleine Familie. Von seinem Platz aus, dem kleinen Fenster in der Küche, beobachtete Felix den lautlosen Tanz der Flocken. In einem anmutigen Durcheinander segelten sie zu Boden, wirbelten wild umher, wenn eine Windböe sie erfasste, verschwanden kurz im langen Schatten der prachtvollen Kirche, um sich dann an die Flanke eines Hauses zu schmiegen. Wenn es dunkel wurde und der Nachtwächter mit seiner Pfeife seine Runde begann, fiel sanft das Licht durch sein Fenster und verwandelte die glatten Gehwege in Spiegel. Der Junge seufzte. Hinter ihm hörte er das leise Klappern des Topfes. Des einen, der noch kein Loch hatte. Seine Mutter schwieg wie stets beim Kochen. Früher, so erinnerte sich Felix und sein Blick wurde noch wehmütiger, hatte sie gern dabei gesungen. Aber das war schon lange her. Heute würde es wieder einen Topf geben. Denselben wie schon die vergangenen Tage, nur ein wenig dünner. Obwohl morgen Weihnachten war. Aber auch da würde es wohl Suppe geben. Wenigstens war es warm. Das einzig Warme in ihrer kleinen Wohnung, Herd und Kachelofen schafften es kaum noch gegen die Kälte, die unter der Tür hindurch kroch. Felix hörte das Schlagen der Haustür. Ein scharfer, kalter Windzug pfiff durch die Küche und brachte Schnee herein. Sein Vater war zu Hause. Die schweren, langsamen Schritte erzählten von einem langen Tag, noch ehe er die schmale Küche betrat. Müde und mit schmerzgeprägtem Gesicht beugte er sich zu seinen beiden Töchtern herab, die vor dem Kachelofen mit kleinen Holzpferden spielten. Die alten Figuren waren schartig und ihnen fehlten Beine und Ohren, aber die Mädchen liebten sie innig. Vater hatte sie ihnen geschnitzt in einem Sommer, der Felix so weit entfernt schien, dass er sich kaum noch daran erinnern konnte. Als sich sein Vater wieder aufrichtete, um auch seine Frau zu begrüßen, entdeckte Felix eine neue, handtellergroße Verbrennung auf seinem Arm. Auch Mutter war dies aufgefallen. Vorwurfsvoll sah sie ihren Mann an. »Ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst vorsichtiger sein.« In ihrer Stimme lag Sorge. Ihr Mann lächelte sie entschuldigend an, als er sich auf einen Stuhl sinken ließ. »Ich weiß, Margret, ich weiß. Aber du weißt auch, wie es auf der Hütte manchmal zugeht. Und wir brauchen das Geld, es reicht ja jetzt kaum für ein Dach über den Kopf.« Margret nickte schwach und wandte sich wieder dem Herd zu. In ihren Augen schimmerten Tränen. Sie sorgte sich um Vater. Das wusste sogar Felix mit seinen 9 Jahren. Die Arbeit auf der Eisenhütte war gefährlich. Seit er sich erinnern konnte, schärfte sein Vater ihm und seinen Schwestern ein, sich stets von den glühend roten Hochöfen fernzuhalten. »Du wirst eines Tages noch dabei umkommen«, schrie Mutter immer, wenn Vater sich besonders schwer verletzt hatte. Und das geschah leider sehr oft. Einmal war er gestürzt und musste danach wochenlang das Bett hüten. Felix wurde es ganz eng in der Brust, wenn er an den Tag zurückdachte, als nicht etwa sein Vater durch die Tür kam, sondern ein Kollege, der ihnen die schreckliche Nachricht überbrachte. Für einen Moment war sich Felix sicher gewesen, dass er seinen Vater nie wiedersehe. Traurig wandte sich Felix wieder den Blick auf den Marktplatz und dem Tanz der Schneeflocken zu. Hier draußen war seine Welt. Vor dem Fenster. Im Meer aus Wind und Schnee. Hier gab es diese Sorgen und auch die düstere Vergangenheit nicht. Hier war er der König. Vor seinen Augen verwandelte sich der fallende Schnee in die Flammen eines prasselnden Feuers, das in den Armen eines großen Kamins brannte. Davor lag ein Fell, warm und weich, auf dem seine Schwestern Rose und Anna saßen.
in ihren kleinen Händen neue Holzpferde, mit allen Beinen und Sätteln aus feinem Leder. Vielleicht gab es draußen im Stall sogar echte Ponys für sie. Vater versprach ihnen jedes Jahr zum Weihnachtsfest, dass, wenn sie besonders lieb und artig waren, ja vielleicht das Christkind ein kleines Pferd für sie unter den Baum stellen würde. In einem samtenden Sessel nahe der Mädchen saß sein Vater. Er lächelte, zufrieden und so, wie er es früher immer getan hatte, wenn er den Mädchen Spielzeug schnitzte. Oder für Felix sein Steckenpferd. Aus der Küche drang der Duft von Braten und Preiselbeeren. Mutter sang leise ihr liebstes Weihnachtslied. Bald würde das ältere Paar, für das Vater arbeitete, sie zum Essen rufen. Jedes Jahr zum Weihnachtsfest lud der Hausherr seinen Verwalter ein. Felix liebte das gemeinsame Essen und die vielen Geschenke. Und nach dem Abendessen würden sie sich alle in warme Mäntel hüllen und Seite an Seite den kiesgestreuten, knirschenden Weg hinunter zum Osnabrücker Dom gehen. Felix konnte es stets kaum erwarten, sich ganz nach vorn auf die erste Bank zu setzen und dem Krippenspiel zuzuschauen oder der ruhigen, kraftvollen Stimme des Pastors zu lauschen. Ohne die Weihnachtsmesse war Weihnachten einfach nicht dasselbe. Auf der Kommode neben der Küchentür drehten die Hirten und Esel ihre Runden auf der Weihnachtspyramide. Felix schaute ihnen gern zu. Er mochte die kleinen Figuren und das bunt bemalte Holz. Wenn eine Kerze heruntergebrannt war, hatte er von Mutter die Aufgabe bekommen, eine neue aufzustellen. Ebenso gut gefiel ihm die Spieldose, die Mutter immer zusammen mit dem alten Nussknacker auf den Kaminsims stellte. Die kleine Dose hatte schon einiges erleben müssen, als die beiden Mädchen sie vergangenes Jahr beim Auspacken der Weihnachtsdekoration in die Finger bekamen. Vater hatte ihm, als er noch kleiner war, gezeigt, wie man mit dem Nussknacker Haselnüsse knackte. Auf seinem Schoß sitzend lauschte Felix der Geschichte, wie Vater den Nussknacker einst von seinem Vater bekommen hatte und dass auch Felix ihn eines Tages, wenn er alt genug war und eine eigene Familie gründete, bekommen sollte. Leider war das nun nicht mehr möglich. Als Vater vor 2 Jahren seine Arbeit im Haus des Eisenhüttenbesitzers verloren hatte, mussten sie auch aus ihrem schönen Heim ausziehen. Seither arbeitete Vater am Schmelzofen und das Geld der Familie reichte kaum. Mutter war traurig, Vater beinahe krank von der harten Arbeit. All ihr Hab und Gut war verkauft worden. Sogar die Weihnachtspyramide, die schöne Spieldose und der Nussknacker. Nein, so war es nicht richtig. So sollte Weihnachten nicht sein. Niemand sollte an Weihnachten frieren, hungern und traurig sein. Und dennoch zog der Wind unter der Haustür herein, pfiff durch die Schlitze in den Fenstern und draußen fiel der Schnee. Felix schloss die Augen und ließ den Kopf auf die verschränkten Arme sinken. All das war nun verloren und sogar seine Erinnerungen verblassten langsam. Und dennoch lag Felix seither oft nachts wach und betete, dass bald alles wieder gut werden würde. Draußen, im dichten Schneetreiben, schimmerte etwas. Erst nur schwach, immer wieder verschluckt von den weißen Wogen. Doch je näher es dem Boden kam, desto deutlicher wurde es. Ein sanftes, goldenes Licht, klein, aber warm wie das der Sonne. Tanzend mit den Flocken stob es zur Erde hinab, bis es schließlich in einem langen Bogen auf das kleine Küchenfenster zuschoss. Felix bemerkte, dass etwas anders war. Da war etwas da draußen, im Palast seiner verlorenen Träume. Gerade in dem Moment, als er den Kopf hob, stieß eine kleine runde Nase von außen gegen die Scheibe. Felix hielt den Atem an und starrte erschrocken in 2 braune Augen und ein niedliches Gesicht. Goldene Locken klebten an der Fensterscheibe und Schneeflocken hatten sich darin verfangen. Die Wangen waren gerötet von der Kälte und hoben sich, als das Gesicht ihn anlächelte. Eine kleine Hand legte sich an das kühle Glas und wie von selbst legte Felix seine Hand von innen dagegen. Es schien ein Kind zu sein, dachte der Junge,
und betrachtete die kleine Gestalt genauer. Klein, ein bisschen rund und in einem weißen Kleidchen. Und barfuß. Bei dem Wetter da draußen. Das arme Kind. Es musste etwas geschehen sein, wenn es bei dieser Kälte allein unterwegs war. Felix beugte sich dicht ans Glas heran. »Warte«, flüsterte er. »Ich komme raus und helfe dir.« Schnell sprang er von seinem Platz auf und lief hinaus in den Schnee. Hektisch sah er zu dem Fenster, aber da war niemand mehr. Wo war das Kind nur hin? »Guten Abend, Felix.« Die Stimme war unerwartet hell und süß. Er sah sich um, konnte aber niemanden entdecken. »Wo bist du?« rief er und drehte sich im Kreis. Ein glockenklares Lachen, dann fielen blonde Locken vor seine Augen. Im nächsten Augenblick war da wieder das verschmitzte Lächeln, diesmal nur verkehrt herum. Felix wich einen Schritt zurück. Es stand in der Luft, auf dem Kopf. Das Kind schwebte. Felix gab einen leisen Aufschrei von sich und setzte sich vor Schreck in den Schnee. Das Kind lachte, und da erkannte Felix erst, dass es gar kein Kind war. Kleine, schimmernde, weiße Flügel flatterten auf seinem Rücken und vertrieben die Schneeflocken. Du, stammelte Felix, brachte aber kein Wort heraus. Ich bin Mariel und ja, ich bin ein Engel. Aber erst in der Ausbildung. Wie selbstverständlich sank Mariel vor ihm in den Schnee. Weißt du, ich habe heute meine Abschlussprüfung und soll etwas besonders Gutes tun. Fröhlich plapperte der kleine Engel weiter. Felix konnte ihr kaum folgen. Schnell wie ein Wasserfall erzählte sie ihm von ihrer Prüfungsaufgabe, von den strengen Erzengeln und was sie sich schon alles an besonders guten Taten überlegt hatte. Da saß ein Engel vor ihm. Ein kleiner, goldgelockter Engel. Direkt vor seiner Nase. »Bist du wirklich ein Engel?« flüsterte Felix. Mariel hielt inne. Dann lachte sie auf. »Aber natürlich. Siehst du die Flügel nicht?« Wie um es ihm zu beweisen, breitete sie die kleinen Schwingen hinter ihrem Rücken aus und flatterte ein wenig damit. Felix nickte nur und starrte auf die kleinen Federn, die sich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten. »Was machst du hier?« Der Engel seufzte, als hätte er sie wirklich etwas Dummes gefragt. »Das habe ich dir doch gerade gesagt. Ich bin hier, um etwas Gutes zu tun. Jedes Jahr zu Weihnachten sucht Gott eine Handvoll besonderer Kinder aus, denen er einen Herzenswunsch erfüllt. Dich hat er ausgesucht, weil du niemals die Hoffnung aufgegeben hast, obwohl es dir und deiner Familie so schlecht ging. Ich darf dir heute Nacht genau diesen Wunsch erfüllen.« »Was?« Felix sprang auf und Mariel tat es ihm gleich. »Dann kannst du dafür sorgen, dass alles wieder so wird wie früher?« »Ja? Ich will, dass alles wieder so wird wie früher.« Mariel senkte den Kopf und das heitere Lächeln verschwand. Sie verschränkte die Hände hinter dem Rücken und ihr nackter Fuß spielte mit dem Schnee. »Das kann ich leider nicht, Felix«, gab sie leise zu. Enttäuscht ließ Felix sich zurück in den Schnee fallen. Wenn nicht einmal ein Engel ihm helfen konnte, wie sollte dann nur alles wieder gut werden? Vater würde bestimmt eines Tages bei der Arbeit umkommen, wie Mutter es immer sagte. Und dann würden sie alle verhungern. Die Mädchen würden nie neues Spielzeug bekommen. Und er müsste arbeiten gehen und... »Felix!« Zwei kleine, weiche Hände legten sich auf seine Wangen. Und als er aufsah, blickte er in die braunen Knopfaugen des Engels. »Schau nicht so traurig«, sang Mariel und stupste ihre Nase gegen seine. »Sieh dich lieber mal um.« Mariel ließ ihn los und flog in einem hohen Bogen in den Himmel empor. Felix folgte ihrem wilden Reigen mit den Schneeflocken, doch als er den Blick wieder senkte, sah er die Weihnachtspyramide. Es war genau die, die seiner Mutter einst gehört hatte. Nur war sie nun riesig. Die breiten, im Licht der großen Kerzen schimmernden Windradflügel reichten fast hinauf bis zum Kirchturm.
Im Inneren der Pyramide drehten sich lebensgroße Hirten mit Eseln, dem Stier und Schafen. Es war fast, als sahen sie wohlwollend zu ihm herunter, als sie an ihm vorüberzogen. Felix stand vor Erstaunen der Mund offen. Mariel schoss mit einem heiteren Lachen auf den Lippen an ihm vorbei. Und als er ihr mit seinen Blicken folgte, sah er, dass auch die Spieldose wieder da war. Ganz so, wie er sich erinnern konnte, kreisten die Figuren im Schatten zweier Palmen. Sogar die kleinen Kratzer, die die Mädchenhände hinterlassen hatten, erkannte er wieder. Voller Hoffnung nun sah Felix sich weiter um und tatsächlich, da war er. An der Mauer der Kirche stand der Nussknacker. In seiner roten Uniform stand er da, grimmig wartend, dass jemand eine Nuss mit ihm knackte. Felix konnte es nicht glauben. Hier waren sie. All die schönen Dinge, die er verloren geglaubt hatte. Und zwischen ihnen allen tanzte der kleine goldene Engel schimmernd durch die Nacht. »Gefällt es dir?«, fragte Mariel, als sie kurz an ihm vorüberflog. »Ja«, rief Felix überglücklich und breitete die Arme aus. »Es ist genau, wie ich es mir gewünscht habe.« Lachend kam Mariel zu ihm zurück, nahm seine Hände und wirbelte ihn herum, bis er kichernd und glucksend rücklings im Schnee landete. Die Welt um ihn herum drehte sich immer noch. Doch das war nicht schlimm. Alles war gut. Wenn die liebsten Stücke seiner Mutter wieder da waren, würde auch alles andere bald wiederkehren. Alles würde gut werden, da war er sich sicher. Felix sah Mariel zu, die Kapriolen schlagend durch das Schneegestöber flog, während sein Herz ihm vor Freude bis zum Hals schlug. Schwere Schritte rissen ihn aus seiner Ruhe. Erschrocken fuhr Felix hoch und sah, wie der Nachtwächter den Marktplatz betrat. Was würde geschehen, wenn er die Figuren sah? Oder gar den Engel? »Mariel«, rief Felix. Doch von dem Engel war weit und breit nichts zu sehen. Sie schien einfach verschwunden zu sein. Die Schritte kamen näher und schon konnte der Junge den herben Geruch des Pfeifentabaks riechen. In seinem langen Mantel wirkte der Mann grimmig und gefährlich. Wie festgewachsen saß Felix im Schnee und starrte dem Nachtwächter entgegen. Direkt vor ihm blieb der Mann stehen. »Geh lieber nach Hause, Junge«, knurrte er und blies eine Wolke wohlriechenden Pfeifenrauchs in die Luft, »bevor dich jemand erwischt.« Sofort sprang Felix auf und rannte los. Wie vom Blitz getroffen, flitzte er zu seinem Haus und schlüpfte hinein. Drinnen war schon alles still. Scheinbar schliefen alle. Um niemanden zu wecken, kauerte er sich in die Ecke beim Ofen und starrte die Tür an. Hoffentlich folgte der schaurige Nachtwächter ihm nicht. Ein verirrter Strahl Sonnenlicht kitzelte ihn an der Nase und weckte Felix aus einem unruhigen Schlaf. Blinzelnd sah der Junge sich um. Er lag in seinem Bett. Wie war er denn hierher gekommen? Er war doch neben dem Ofen eingeschlafen. Oder hatte er das alles etwa nur geträumt? Schnell lief er in die Küche und sah wieder aus dem Fenster. Doch der Platz war leer. Bis auf einige Menschen, die schnell die letzten Weihnachtseinkäufe erledigten. Von der Pyramide, der Spieldose und dem Nussknacker war nichts zu sehen. Alles war wie immer. Dann hatte er wohl doch nur geträumt. Auch wenn es ein schöner Traum war. Zu gern hätte er an den kleinen Engel geglaubt, der ihm einen Wunsch erfüllen konnte. Traurig setzte sich Felix an den Tisch und nahm das trockene Brot entgegen, das seine Mutter ihm reichte. Wie schade, dachte er. Nun blieb doch alles, wie es war. Es gab halt keine Wunder. Nicht für einen armen Jungen wie ihn. »Werden wir einen Tannenbaum haben?«, fragte Felix seine Mutter, die ihn daraufhin nur traurig anlächelte. »Ich fürchte, leider nicht, mein Liebling. Dafür reicht unser Geld dieses Jahr nicht.« Felix seufzte und biss in sein Brot. Vater kam an diesem Abend etwas früher von der Arbeit.
Der Besitzer hatte seinen Arbeitern erlaubt, am Weihnachtsabend früher zu ihren Familien zurückzukehren, und so saßen sie gemeinsam beim Abendessen. Alle fünf. Mutter hatte die Suppe mit dem letzten Gemüse und sogar einem kleinen Stück Suppenfleisch verlängert. So war das gemeinsame Weihnachtsessen fast etwas Besonderes. Schaut nicht so traurig, sagte Vater, als er die Blicke seiner Töchter bemerkte. Nächstes Jahr ist bestimmt alles besser. Eines ist uns ja noch geblieben. Nach dem Essen können wir, wie früher, gemeinsam zur Messe gehen. Felix bemühte sich, nicht so traurig zu schauen. Er wollte nicht, dass sein Vater sich auch noch Sorgen um ihn machte. Nicht einmal die Aussicht auf die schöne Messe machte ihn froh. Zu sehr hoffte er einfach immer noch auf ein Wunder. Ein Klopfen an der Tür schreckte die Familie auf. Mit misstrauisch gerunzelter Stirn ging Vater zur Tür, um zu öffnen. »Wer kann das nur sein?« murmelte er. Alle saßen stumm da und sahen ihm nach. Wer kam denn am Weihnachtsabend noch zu ihnen? Ausgerechnet zu ihnen! An der Tür erhob sich ungläubiges, aber eindeutig freudiges Gemurmel. Und kurz darauf kam Vater zurück und brachte zwei Gäste mit. Mutter schlug die Hände vor den Mund, und auch Felix erkannte den Eisenhüttenbesitzer und seine Frau wieder. Sie trug eine silberne Platte auf dem Arm. Der Braten darauf dampfte noch, und ihm stieg der Geruch von Preiselbeeren in die Nase. Der Mann hatte eine Tasche bei sich und grinste von einem Ohr bis zum anderen. Schnell hatte Mutter ihre Fassung wieder und bot den beiden einen Platz an ihrem Tisch an. Sie setzten sich und stellten den wunderbar duftenden Braten neben die karge Suppenschüssel. »Wir saßen gerade beim Essen und da fiel uns auf, dass etwas Wichtiges fehlte«, sagte der Eisenhüttenbesitzer. »Meiner Frau und mir fehlte das Lachen der Kinder. Außerdem«, er sah Felix an und lächelte, »kann niemand das Tischgebet besser aufsagen als unser Felix hier.« Felix wusste kaum, was er sagen sollte, also lachte er. Und alle lachten mit ihm. Der Braten wurde verteilt und Felix bekam ein besonders großes Stück. »Wissen Sie«, sagte der Mann zu Felix' Vater, »ich kann Ihnen noch nichts versprechen, aber so wie es aussieht, können Sie im nächsten Monat wieder im Haus anfangen. Es ist einfach schrecklich ohne Sie. Ganz plötzlich hat sich die Auftragslage der Eisenhütte verbessert. Es ist fast ein kleines Wunder, aber vor ein paar Stunden bekamen wir einen großen Auftrag, der uns die nächsten Jahre womöglich gutes Geld einbringt. Was sagen Sie?« Vater sah erst seinen Chef lange an, dann seine Frau. In Mutters Augen standen Tränen, aber diesmal glitzerten sie vor Freude. Sie nickte eifrig. »Sehr gerne«, erwiderte Vater, und Felix hätte in diesem Moment nicht glücklicher sein können. Alles würde wieder gut. Vielleicht war Mariel, der kleine Engel, doch kein Traum gewesen und sie hatte den Eisenhüttenbesitzer verzaubert, damit er seinem Vater die Arbeit zurückgab. Am späteren Abend, draußen war es schon dunkel, doch es fiel in dieser Nacht kein Schnee, brachen alle gemeinsam auf, um über den Markt hinüber zur Kirche zu gehen. Von überall aus der Stadt strömten die Menschen herbei, angezogen von dem warmen Licht, das aus den bunten Fenstern der Kirche strömte. Konnte die letzte Nacht wirklich nur ein Traum gewesen sein, überlegte Felix, als er neben seinem Vater her durch den Schnee stapfte. Aber er erinnerte sich an Mariels Berührung und an ihr Lachen. Das war alles so echt gewesen. Aber nun waren weder der Engel noch die schönen Dinge da. Der Platz war leer. Als er jedoch die Pforten des großen Doms erreichte, verließen ihn die trüben Gedanken und helle Vorfreude ergriff ihn. Er lief los, gefolgt von seinen Schwestern, und schlängelte sich durch die vielen Menschen bis ganz nach vorn. Langsam wurde es stiller und die Menschen kamen zur Ruhe. Aus der Sakristei trat langsam und würdevoll der Priester, gefolgt von seinen Messdienern. Mit derselben kraftvollen Stimme,
die Felix so mochte, eröffnete er die Weihnachtsmesse und es begann das Krippenspiel. Gebannt und mit angehaltenem Atem verfolgte Felix die kleine Weihnachtsgeschichte direkt vor seiner Nase, bis ihn eine große, schwere Hand auf die Schulter tippte. Verwirrt blickte er sich um und entdeckte einen dicken, schwarzen Mantel. Seine Augen folgten der Knopfleiste aufwärts, nur um in das dunkle Gesicht des Nachtwächters zu sehen. Oh nein, was hatte er denn nun schon wieder angestellt, dass dieser finstere Geselle ihn sogar bis in die Kirche verfolgte? Aber zu seinem Erstaunen musste Felix feststellen, dass der alte Mann lächelte. Seine große Hand wanderte kurz in die Manteltasche und als sie wieder herauskam, lag auf der rauen Handfläche eine kleine, weiß-goldene Feder. Nur mit Mühe gelang es Felix, einen Freudenschrei zu unterdrücken. Natürlich erkannte er die Farbe der Feder sofort wieder. Es war ganz eindeutig Mariels Feder. Der Nachtwächter beugte sich zu ihm herunter und Felix konnte den Duft des Tabaks an ihm riechen. »Die hast du gestern Nacht draußen vergessen«, flüsterte er und legte Felix die Feder in die Hand. Der kleine Engel hatte ihm also ein Geschenk dagelassen und er hatte es in seiner Eile übersehen. Der Nachtwächter richtete sich wieder auf und zwinkerte ihm dabei zu. Felix lächelte und wandte sich wieder dem Krippenspiel zu, die Feder liebevoll von seinen Fingern umschlossen. Felix wusste nun, dass es kein Traum gewesen war. Manchmal werden zu Weihnachten wirklich Wünsche wahr, wenn man nur die Hoffnung nicht aufgibt und fest daran glaubt.